Da wir schon bei den Tieren sind, die auch für Polizeiarbeit instrumentalisiert und missbraucht werden, kommen wir gleich zu dem nächsten Bild. Ja, es geht jetzt nicht um Lasagne, sorry, es geht um Pferde. Pferde werden in vielen deutschen Bundesländern von der Polizei benutzt und Reiterstaffeln immer wieder auf Demonstrationen eingesetzt. Zum Beispiel gegen die Blockade des Nazi-Aufmarsches in Hamburg 2012. Die Tiere werden zwar in einem aufwendigen Prozess krisenfest gemacht, doch trifft in kritischen Situationen oft ihr Fluchtinstinkt zutage. Da wurden schon viele Menschen vor den austretenden, eisenbewehrten, beschlagenen Pferdehufen schwer verletzt. Ja, auch in Magdeburg seinerzeit kamen Polizeipferde zum Einsatz.